Die Arbeit der Selbstverwaltung ist nicht mehr zurückzudenken. Norbert Nelte, internationale Sozialisten. Bei dem Kongress der selbstverwalteten Betriebe in Saloniki hat sich gezeigt, dass sie nicht mehr zurückzudenken sind. Siehe Workers' Economy in Thessaloniki 1. Selbstverwaltung und Würde. Linke 1. Karl Marx hat darauf hingewiesen, dass das der erste Schritt zum Sozialismus ist. Die Zukunft steht schon festgemauert unter uns. In Argentinien versucht der von den USA ausgesuchte neoliberale Präsident Mauricio Macri mit aller Macht die Betriebe ohne Bosse kaputt zu machen. Die Betriebe haben mit Stromerhöhungen bis 700% und Gaserhöhungen bis 1300% zu kämpfen. Zitat: Die Gasrechnung der Fliesenfabrik Zanon in Neuquén verteuerte sich von Februar, März bis April, Mai von 700 Pesos auf 8 Millionen. Lebernet ILA 398 vom September 2016. Link 2. Und Zitat weiter. Verschiedene Richter erklärten Enteignungen von Betrieben für verfassungswidrig. Zitat Ende. Eben da. Die Herrschaft meint natürlich, die Enteignung der Enteigner sei verfassungswidrig. Nicht die Enteignung der Arbeiter, die ist legal. Exkurs: Die Enteignung der Arbeiter. Das Geld für die Maschinen legt ja in der Regel die Bank vor. In dem Produkt, welches der Arbeiter produziert, sind im Verkaufspreis die Abschreibungskosten und die Zinsen für die Bank mit einkalkuliert. Also die Abzahlung an die Bank leisten ja die Arbeiter, nicht der Boss. Aber die Bank schreibt das Geld dem Boss gut, nicht den Arbeitern. Es geschieht bei uns also eine ständige Rechtsverletzung. Es soll doch Leistung honoriert werden. Exkurs Ende. Bei den Erhöhungen der Strom- und Gaspreise sind auch Grenzen gesetzt, da sie damit auch die Profitbetriebe gefährden können. Und außerdem muss Macri auch Rücksicht nehmen auf die 1,2 Millionen Wählerstimmen der Trotzkisten, die ja auch die Betriebe ohne Bosse unterstützen. Er müsste schon die direkte faschistische Keule rausholen. Wenn er die Fabrikas ziehende Patronen ohne Patronen zurückdrängen wollte. Unter Macri stiegen die Demonstrationen massiv an. Seit langem haben sich die großen Gewerkschaften auf einen Demo-Termin geeinigt. Aber die Anzahl der besetzten Betriebe stieg von 300 in 2008 auf 367 heute an. Bei 60.000 Arbeiterinnen sind das 167 Arbeiterinnen pro Betrieb. Also das sind schon in der Regel größere Betriebe. In Frankreich dagegen handelt es sich besonders noch 2014 eher um Kleinbetriebe mit durchschnittlich 16 Kollegen. Davon fast die Hälfte im Dienstleistungssektor. Mit noch kleineren Betrieben. Im Dienstleistungsbereich braucht man ja weniger Kapital. Die Betriebe wurden als Kollektive vor 2014 gegründet. Erst einmal dachten sie, dass es dabei bleiben wird und dachten noch nicht an ihre politisch verantwortungsvolle Aufgabe als Alternative
zu dem niedergehenden Kapitalismus und verknüpften sich noch nicht mit den selbstverwalteten Betrieben. Deshalb konnten sie ja in meinem Bericht vom 15.08.2013 Kapitalismus geht, Betriebe ohne Boss kommen, Link 3 noch gar nicht auftauchen. Siehe auch selbstverwaltete Betriebe, Sammlung, Link 4. Inzwischen hat sich aber in Frankreich einiges verändert. Die Welt N24 berichtet darüber am 28.05.2016. Der verrückte Sieg der französischen Tierrebellen. Link 5. Unilever hatte vor 4 Jahren eine Teefabrik mit 76 Beschäftigten im südfranzösischen Geminos geschlossen, ohne die Arbeiter ordentlich zu kündigen. Und die Teemarke Lipton wurde nach Polen ausgelagert. Die Kollegen erschienen aber jeden Tag auf der Arbeit und bewachten abwechselnd die Maschinen, dass niemand sie abmontierte. 4 lange Jahre. Nun zahlte Unilever 19,6 Millionen Euro an die 76 Arbeiter, wovon die Arbeiter sich eine Fabrik aufbauten, welche sie als Kollektiv führen. Dass nun diese Firma zur Ascension pour Autogestion, in Klammern Verband für Selbstverwaltung, Link 6, dazu stieß, und dann kommt noch der militante Kampf gegen das neue Arbeitsgesetz, welches ähnliche Auswirkungen hat wie bei uns Hartz IV. Nun sah der Verband seine gesellschaftspolitischen Aufgaben und koordinierte sich eng mit Viomé und Facilbad Exanor zusammen. Nun gibt es die selbstverwalteten Betriebe schon in 16 Ländern, die da wären: Amerika Süd, Argentinien, Brasilien, Bolivien, Uruguay, mit Mexiko und Nord-USA, Europa, Griechenland, Serbien, Italien, Spanien, Frankreich, Afrika, Algerien, Asien, Türkei, Syrien. Hier fehlen noch 2 Länder zu 16. Wer kann da weiterhelfen? Das müssten schon weit über 3000 Betriebe mit weit über 100.000 Arbeitern sein. In Mexiko ist der deutschen Kontinentaltochter Link 7 übrigens das gleiche passiert wie Frale von Unilever. Conti hatte am 10.09.2002 die Firma in Mexiko geschlossen und per Aushang am schwarzen Brett alle Kollegen entlassen. Hier gingen die Kollegen auch wieder zur Arbeit und bewachten die Maschinen, dass sie niemand abtransportieren konnte. Hier gab es noch etwa 2,5 Jahre einen Kampf und dann einen Gerichtsprozess, und sie erhielten so viele Millionen, dass sie mit 600 Arbeitern mit ihrem Kollektiv Tradoc die halbe Firma kaufen konnten. Link 8. Übrigens ist das bis jetzt die größte selbstverwaltete Firma. Die andere Hälfte der Firma hat Lianti Systems gekauft, die den Vertrieb übernimmt. Jetzt produzieren sie sogar Lastwagenreifen für Continental. Zitat Levenert. Link 9. Die Umstellung von der früheren Hierarchie im Arbeitsalltag auf die Arbeitsorganisation in einer Kooperative ist nicht einfach.
Luis Alberto Núñez verrät jedoch, warum es bei Tradoc erstaunlich wenig Probleme gab. Ohne den Streik, sagt er, wäre das anders gewesen. Jetzt wissen wir zu schätzen, was wir hatten, was wir verloren haben und was wir jetzt haben. Jetzt fühlt sich jeder dafür verantwortlich, dass unser Projekt voranschreitet. Zitat Ende. Die Konzerne aber wollen daraus immer noch nichts lernen. Sie werden immer wieder die Kollegen rausschmeißen, ohne ordentlich Kündigung. Und auch nicht mehr lange werden sie dafür zahlen müssen. Dann gibt es auch kein Geld mehr dafür. Und dann nicht mehr lange. Dann wird es auch keine Entlassung mehr geben. Weil die Betriebe werden uns allen gehören. Die ganze Stadt, das ganze Land, die ganze Welt. Marke hatte doch schon Schwierigkeiten in einem Land, die Fabriken und Patrons zurückzudrängen. Wie wollen sie das in den 16 Ländern schaffen? 1917 bis 1921 waren das ganze 6 Länder. Die selbstverwaltete Betriebe und Arbeiterräte Russisch-Sowjets hatten und auch nicht zeitlich gleichzeitig. Und damals gab es in Russland zum Beispiel nur eine Arbeiterklasse von 4%. Da konnte ein Bürokrat wie Stalin leicht seine Konterrevolution machen und die Räte abschaffen. Heute sind wir Arbeiter aber in Europa 85%. Und anderswo annähernd so viel. Damals standen wir mit dem Kapitalismus noch am Anfang. Nun stehen wir aber am Ende von dem überreifen Kapitalismus. Er stinkt wie ein fauler Apfel. Die Bourgeoisie signalisiert schon aus allen Medien, dass sie überschuldet ist. Und niemand mehr weiß, wo es im Aufschwung geht. Keine andere Alternative bietet sich mehr an. Nach dem nächsten Crash werden die Betriebe ohne Boss sich verhundertfachen. Wollen sie dann Krieg gegen uns machen? Dann müssen sie auf jede französische Stadt eine Bombe werfen. Und in Kriegsgebieten wachsen wir auch. Wie der Bericht vom zweiten Tag des Kongresses für die selbstverwalteten Betriebe zeigt. Link 10. Es muss ziemlich ergreifend gewesen sein, wie eine Stimme aus Rojava über Video-Live-Schaltung mitten aus dem syrischen Kriegsgebiet in dem Kongress mit dabei war. Zitat Linke Zeitung. Link 10. Eine Vertreterin des Women's Economic Committee of Urawa sprach während einer Video-Live-Schaltung über die Situation der Selbstverwaltung im syrischen Kanton Rojava und die konkrete Umsetzung einer auf den Prinzipien von Basisdemokratie und Ökologie basierenden Wirtschaft für diese Region. Zitat Ende. Mitten im Kriegsgebiet wird die Zukunft gebaut. Wie wollen die Herrschaften diese Basisbewegung noch aufhalten? Norbert Nelte, internationale Sozialisten.